Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer The Pain. Und ja, wie ihr seht, sind wir mal wieder in Path of Titans unterwegs. Ich habe euch im letzten Video zu Path of Titans ja angeteasert. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich demnächst nochmal auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und ziemlich sick. Wie ihr sehen könnt, sind wir mit dem Edge hier unterwegs und wir haben hier etwas. Nein, es ist kein Schlammhaufen, also es ist auf dem Schlammhaufen, es ist unser eigenes Nest. Ihr könnt dieses Nest betrachten wie so eine Art transportable Home Cave, mehr oder weniger. Ihr könnt hier eure Fähigkeiten anpassen. Das ist schon mal ziemlich huge. Ihr könnt eure Skins anpassen und ihr könnt hier natürlich auch mit dem Nest interagieren. Ihr habt hier Nest Condition. Wenn es angegriffen wird, dann verliert es natürlich was. Ihr müsst Ressourcen sammeln, Knochen, Felsen und Schlamm. Deswegen müsst ihr auch darauf achten, wo ihr das platziert, dass in der Nähe diese Ressourcen vorhanden sind. Felsen sehen natürlich einfach aus wie Steine. Knochen sind Legit-Knochen, die in der Gegend rumliegen, also Skelette. Und Schlamm gibt es zum Beispiel unter anderem an Seen und Tümpeln am Ufer oder aber auch hier an diesen Baumstümpfen. Davon müsst ihr, ich glaube, so 10, 20 Stück jeweils sammeln und zum Nest bringen, da einpacken und dann füllt sich die Leiste und dann ist euer Nest hergestellt. Ja, das ist eine der sehr, sehr großen Neuerungen in Path of Titans, die ich sehr, sehr huge finde. Ansonsten könnt ihr auch hier noch so ein bisschen Deko platzieren um euer Nest herum. Und dann könnt ihr natürlich auch hier noch Leute adoptieren. Ihr könnt aber auch natürlich auch Eier ausbrüten. Das habe ich jetzt persönlich selber noch nicht machen können. Ist aber auf jeden Fall auch eine sehr feine Sache. Und ich finde das auf jeden Fall ziemlich huge. So, ansonsten sehe ich gerade, ich habe ziemlich einen Kohldampf. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend reisen und gucken, ob wir eine weitere Neuerung finden. Denn NPCs haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Und mal gucken, ob wir durch Zufall hier den einen oder anderen entdecken werden. Ansonsten, was gibt es noch Neues? Wir haben ja zum Beispiel unten über unseren Fähigkeiten gerade einen passiven Bonus, den wir quasi haben. Und wenn wir jetzt hier in dieses Charakter-Overlay gehen, haben wir jetzt hier endlich mal zu stehen, was uns dieses Icon überhaupt sagen will. Und ja, findet ihr dann wirklich auch alle anderen Icons mit einem kleinen Text versehen. Ob ihr nass seid, ob ihr einen Knochenbruch habt oder ob ihr vergiftet seid oder sonst irgendwas. Das findet ihr alles da. Das ist total huge auf jeden Fall. Und das ist eine weitere der großen Neuerungen. Hier, wie eben angesprochen, am See oder Tümpel findet ihr auch auf jeden Fall Matsch. Ja, eine der weiteren großen Neuerungen, ihr habt endlich mal eine Ahnung, was geht mit euch überhaupt so ab, was gibt es alles, was will mir das Spiel sagen, was sind das alles für Effekte, die ihr da auf euch einprasseln. Und ja, dann NPCs, verschiedene sogenannte Critter. Ich glaube, dafür haben sie komplett die normalen, ja, obwohl, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Wo ich drüber nachdenke. Die normalen Jagdgebiete oder diese Bauten, die ihr sonst so gefunden habt, die existieren auch noch. Ich glaube, die sind eher so Deko. Ich glaube, ihr müsst gar nicht mehr damit großartig interagieren. Weil wann immer ich bis jetzt an einem vorbeigelaufen bin, sind die NPCs eigentlich freiwillig daraus hervorgekommen. Also ich musste damit nicht interagieren. Ich denke mal, so territoriales Revierverhalten quasi. Die wollten so ein bisschen ihr Stuff da verteidigen. Und kommen dann rausgekrochen. Und ergreifen entweder die Flucht oder greifen euch halt an. Ja. So. Natürlich lässt sich jetzt hier nichts Essbares auftreiben. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Hier sind die angesprochenen Knochen. Und sehen so aus. Und das sind die großen drei Neuerungen. Ansonsten gibt es natürlich auch weitere Neuerungen. Es ist ja einiges an Zeit vergangen, wo wir das letzte Video zu Path of Titans gemacht haben. Oder überhaupt ein Video. Das sei mal dahingestellt. Aber Video zu Path of Titans ist auf jeden Fall schon einige Zeit her. Deswegen bin ich auch so ein
bisschen lost inzwischen, wo welche Location oder Zwecksfutter suche. Aber wenn wir an Hunger sterben, dann ist es so. Ganz tragisch. Weil. Da ist ein Twitter. Den gehen wir gleich auf jeden Fall auf den Sack. Ich nehme hier nur mal kurz einen Snack mit. Wait. Ich kann es nicht essen. Warum kann ich es nicht essen? Sie haben eine. Wait. Okay, bevor wir den aus den Augen verlieren. Irgendwo hier drüben hat es gequarkt gerade. Mein Gedankengang dazu gerade, warum ich es nicht essen kann. Ich bin kein Aasfresser. So. Critter sind, oder diese NPC-Dinos sind leider. Da ist er. Leider relativ klein. Ist jetzt noch einer von den alten. Den kennen wir alle. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar andere. Ein paar, die sehen inzwischen aus wie richtige kleine Dinos. Dann zum Beispiel welche, die sehen aus wie, Gott, wie heißt er denn jetzt? Die große Eidechse. Verteufelt mich jetzt nicht. Dann ist zum Beispiel noch einer, den habe ich gerade gesehen, hier beim Busch. Schwierig zu sehen, weil es dunkel ist. Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Stoti. Du wirst mein zweiter Snack. Oh, bist du nicht schnell. Davon gibt es auch unterschiedliche Arten. Also es gibt aggressivere und weniger aggressivere. Es gibt schnellere, es gibt langsamere. Und wie ihr seht, die bringen jetzt auch nicht super viel Nahrung, aber man kann sich damit ein bisschen über Wasser halten. Und sie tauchen halt auch relativ häufig auf, das ist auch schon mal gut. Und jetzt muss ich kurz meinen Gedankengang von eben vervollständigen. Charakter. Fähigkeiten. Stoffwechsel. Wir sind kein Aasfresser. Das heißt, sie haben da jetzt anscheinend einen harten Cut gemacht, weil früher konntest du legit als normaler Kani eigentlich auch dich immer an Leichnamen satt fressen. Das heißt, das switchen wir auf jeden Fall mal. Das heißt, wir gehen nochmal zurück zu unserem Nest. Das war ja hier oben. Dann gehen wir hier runter, fressen uns voll. Ich sage gleich mal, dass ich keinen Humbug erzähle, sondern dass man wirklich seine Fähigkeiten umändern kann. But wait a minute. Bevor wir das machen. Okay, ich habe genug Münzen. Gespart, drauf geschissen. Das sind schon ziemlich huge Neuerungen. Dann gibt es natürlich auch noch weitere kleinere Neuerungen, wie zum Beispiel diverse HD-Reworks, Fähigkeitsanpassungen und so weiter von diversen Dinos. Zum Beispiel der letzte war jetzt, glaube ich, das Pletosaurus, der ein bisschen Liebe bekommen hat. Und viele andere Dinos. Dann haben sie zwischendrin ja noch ein Dino reingebracht. Boah, irgend so einen neuen Pflanzenfresser, keine Ahnung, hat arschlange Stacheln, sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem langen Hals und einem Kentro. Wo zur Hölle ist es? Da. So, dann, was ich euch gleich auch noch beim Nest zeigen werde, wenn wir da sind und uns Fähigkeit geholt haben. Die haben die Map angepasst, was auch huge ist. Hier, ihr seht es gerade oben rechts, Discovered Point of Interest. 100 Münzen und 1% an Fortschritt. Das ist huge. Warum ist es huge? Ihr könnt jetzt mit jedem Dino die Karte per se aufs Neue erkunden. Also natürlich, ihr kennt die Karte, ne? Und ihr wisst, wo ihr seid, wenn ihr da schon, ne, 5-mal angelaufen seid. Und ihr kriegt aber jetzt jedes Mal, wenn ihr den Ort wieder abklappert, also nicht jedes Mal, aber einmal, wenn ihr mit einem neuen Dino diesen Ort wieder abklappert, Kohle. Das ist schon mal gut. Ne? Und dieser Ort steht dann hier einfach auf der Map. Dann habt ihr es nicht mehr so schwer mit der Kommunikation. Ne?
Ihr wisst dann, wo ist jetzt die Lagune der Stachelechse, der Hulu-Hügel, Tiefsee und was weiß ich nicht alles. Ihr dann alles mal auf der Map. Das heißt, ihr braucht nicht mehr irgendwie separaten Map laufen lassen oder euch alles merken, so wie es früher war, weil ich, trust me, ich kenne die Karte in- und auswendig. Ich habe das alles in meiner Großen drin gespeichert und weiß, wo alles ist. Aber ihr deckt die Karte dann auf und dann habt ihr die Orte einfach auf eurer Karte drauf. Fertig. Okay, wait. Bisschen schlafen dafür. Ein Fehler. Das jetzt heißt, increased health recovery. Ah, okay. Wir heilen uns schneller, wenn wir in der Nähe von unserem Nest sind. Das ist natürlich auch eine feine Sache. So, zack. Können wir Fähigkeiten wechseln. Mega cool. Ist natürlich jetzt, ne, in meinem Fall ganz so cool, weil Russland ist gleich in der Nähe. Hier drüben die Home Cave ist auch gleich in der Nähe. Okay, ne? Aber wenn wir jetzt, keine Ahnung, ihr macht jetzt Home Cave irgendwo hier drüben zum Beispiel hin oder hier irgendwo hin oder da irgendwo hin, ne, jetzt irgendwo abseits von irgendwelchen anderen Home Caves. Das ist eigentlich eine feine Sache, weil ihr habt irgendeinen anderen Ort abgedeckt mit einer weiteren Home Cave quasi. Und ihr könnt das Ding dann halt einfach nehmen, wenn wir uns jetzt hier mal reingucken. Ihr könnt dieses Nest quasi wieder einsammeln und könnt es dann einfach mitnehmen und auf einer anderen Platz wieder aufbauen. Ihr müsst dann zwar die Ressourcen neu sammeln von vorne, aber ihr könnt es dann einfach wieder an einem anderen Ort aufbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, dass es nicht fest an diesen Ort gebunden ist. Klar, ihr müsst dann wieder neue Ressourcen sammeln und ihr solltet halt euch auch umgucken, ob die Ressourcen da in dem Ort auch vorhanden sind. Aber ist schon mal eine feine Sache auf jeden Fall. Und ihr seht auch anhand des Balkens, also wenn ihr das versucht zu platzieren, das Nest, dann habt ihr, glaube ich, oben links oder oben rechts jeweils drei Balken, weil es sind ja auch drei Ressourcen, Knochen, Felsen, Schlamm, habt ihr drei Balken, je nachdem, wie viele Ressourcen in der Nähe sind. Und wenn einer der Balken quasi komplett leer ist und das ist gar nicht in der Nähe, dann baut er auch nicht, weil dann ist da auch nichts in der Nähe. Ja, macht Sinn. Dann sucht ihr euch da die Eichelwund und dann findet ihr da auch nichts. So. Gehen wir mal da runter und schlagen uns den Wanst voll. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen, ist natürlich jetzt Mimimi auf hohem Niveau, weil wir eben bei der Karte waren. Ich finde die Schrift ein bisschen klein gewählt. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal die Karte angucken. Da muss man schon, also gerade wenn es ein längerer Name ist, ein größerer Text quasi, muss man da schon einzoomen, dass man das wirklich vernünftig lesen kann. Es ist ein bisschen verwaschen und unscharf. Ist jetzt nicht ganz so hübsch, aber. Sorry, du Model. Doppelt. Scheiße. Aber ja. Ansonsten auch hier, der Korps, der sieht jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Ein bisschen verwesener. Ne? Sie haben hier schon so das eine und andere gemacht. Dann gab es auch noch ein bisschen mehr Fauna mit rein. Es gibt den einen oder anderen neuen Baum. Zum Beispiel auch, was ich ganz nice finde. Hier drüben sind ja die Berries für die Pflanzenfresser. Vorher konnte man ja legit auf Distanz so einen dreckigen Busch von einem anderen Busch einfach nicht unterscheiden. Aber jetzt habt ihr da einfach mittendrin einen Baum zu stehen. Und jetzt seht ihr jedes Mal einfach, wenn da so ein Baum ist und darunter sind gleich Büsche, das ist so ein Berrybusch. Da könnt ihr was futtern. Das ist total huge. Also das Spiel ist für Neueinsteiger inzwischen, keine Ahnung, gefühlt, also im Vergleich zu vorher, keine Ahnung, locker 30% einfacher geworden. Allein, dass die Map beschriftet ist, dass ihr euer Fressen einfacher findet und dass es diese NPC-Dinos gibt. Marshalago. Richtig huge. Das Nesting ist eigentlich so Schmuck am Nachthemd. Das ist so eher so für, ne?
ist nicht erfahrenere Spieler, aber dann eher schon für die Leute, die so ein bisschen länger unterwegs sind, interessant. Hier, das meine ich. Da ist jetzt einfach so ein Baum drin. Markiert das Ganze so ein bisschen. Finde ich gut. Das sind so die kleinen Feinheiten, die machen das Spiel einfach richtig, richtig nice. Wenn wir jetzt noch irgendwann Unreal Engine 5 raufballern, was mein PC dann zwar nicht mehr schafft, aber irgendwann habe ich auch mal 9. Dann sind wir auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Ja, das sind so mit die großen Neuerungen auf jeden Fall hier. Ich glaube, demnächst kommt auch nochmal auf Panjura mal wieder neuer Wasserdino. Da gibt es ja auch Gott sei Dank noch nicht erst irgendwie, keine Ahnung, 6 Stück von oder so. Aber das sind so auch eher so die Sachen, die mich jetzt persönlich eher nicht so interessieren. Mich interessiert dann eher so, was passiert im Spiel und was wird da so getan, dass das Spiel besser wird. Oder runder. Nicht zwangsläufig besser, weil ich finde, es ist schon ein ziemlich gutes Spiel. Und da bin ich auf der Schiene. Klar, Content ist auch immer cool. Ich hoffe auch irgendwann mal auf ein bisschen mehr, weiß nicht, keine Ahnung, Vielfalt an Quests und ein bisschen mehr Tiefe und so, ne? Das wäre auf jeden Fall auch schon mal huge. Vielleicht auch irgendwie so Jahreszeitenwechsel wäre auch cool. Dass man sowas vielleicht mal noch irgendwie mit reinbringt, dass dann hier irgendwie mal, keine Ahnung, die Bäume kahl werden oder mal Schnee liegt oder irgendwie sowas, ne? So ein bisschen einfach so ein bisschen Atmosphäre mehr mit reinbringen, anstatt nur, ja, mal Regen, mal Kleinregen, mal hell, mal dunkel. So eine Sachen. Und dann wird es schon richtig cool auf jeden Fall. Definitiv. Alright. Dann soll es das zu unserem kleinen Update gewesen sein. Zu Path of Titans. Ja. Ich kann es eigentlich immer nur wieder sagen. Die Entwickler hören auf jeden Fall auf ihre Community. Und ich kann euch immer nur wieder sagen, holt euch das Spiel. Interessiert ihr euch für Dinos? Holt euch das Spiel. Alright, in dem Sinne, haut rein, bleibt gesund und munter und lasst wie immer ein bisschen Liebe da.